Ich vermute, von hier aus wurde der Notruf abgesetzt. Ich schätze mal, dass da unten wahrscheinlich die Keycard von ihr sein wird oder irgendwas, was uns erlaubt, an ihren Tresor zu kommen. Und da muss ich noch irgendwie über dieses Droid-Ding austricksen noch. Dringlicherweise. Well, I don't know how, man. I don't know how. Jetzt geht's erstmal in die Kryogenik. Aber Dr. Hershey war doch von ihr kontrolliert, oder nicht? Oder hält das nicht lange an? Mein Gott, was ist das für ein Ort? Das ist riesig. Shuttle, kannst du mich hören? Ja, offensichtlich nicht. Ich muss zu weit unten sein, um Funkkontakt zu haben. Das ist ein großer roter Schalter. Okay, wir kommen nur mit dem Tierchen noch wieder hoch. Kaputtes Terminal. Was ist hier passiert? Dieses Terminal ist zerstört. Auf dem Boden ist eine Menge Blut. Noch ein ID-Abzeichen. Dr. John Hershey. Türschalter. Oh. Okay, was passiert denn, wenn wir da unten reingehen? Können wir da stehen? Oder gehen wir dann drauf? Leiter. Okay, wir können hier stehen. Aber hier ist gar nichts. Warte, das ID-Abzeichen hat er nicht mitgenommen? Warum nicht? Okay, den Türschalter. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Kryogenikbucht. Es ist ein roter Knopf mit einem kleinen Bild von einer sich öffnenden Tür. Ja, hau rein. Ich kann nichts machen. So, vier, fünf Wissenschaftler. Ich glaube, die hat sich selber geklont, die Alte. Die Kamera werden bestimmt noch hier vorne gebracht, ne? Deswegen nicht runter. Fernsteuerung. Scheint eine Stasiskammer zu sein. Es werden Daten im Kammerfenster angezeigt. Alter, Länge, Gewicht, Art und mehr. Ich kann nicht wirklich interpretieren, was das alles bedeutet. Darin befindet sich ein Körper. Darin befindet sich ein Körper. Darin befindet sich ein Körper. Ich werde jetzt die Akten merken müssen. Warte, was? Diese hier ist leer. Nichts. Das ist eine scheiß gute Idee, die jetzt alle zu öffnen. Hallo? Hallo? Wer bist du? Omix. Arbeitest du hier? Nein. Was machst du hier?
weiß nicht. Du sagst nicht viel, oder? Nein. Telepathisches. Ah, ich verstehe. Ja, ich werde diesen Ort verlassen. Willst du mitkommen? Hast du Bock? Ja. Okay, cool. Umix. Okay, können wir jetzt Kumpels mitnehmen? Umix, Tumix und Schmumix, oder was? Der? Der sieht auch begeistert aus. Was? Was ist passiert? Wo bin ich? Du bist gerade aus einer Stasiskammer aufgewacht. Was? Du erinnerst dich nicht daran, dass du in den Kälteschlaf gegangen bist? Kryoschlaf? Nein, ich glaube nicht. Ich habe Dr. Drum bei einigen technischen Problemen geholfen, als an mehr kann ich mich nicht erinnern. Wer bist du und was hast du mit mir gemacht? Ich verspreche dir, dass ich mit all dem nichts zu tun habe. Mein Name ist Thomas Wellmore. Ich bin ein Spacefleet-Captain. Ich bin zufällig hier gelandet. Du hast gesagt, du arbeitest hier richtig? Also, es sieht aus wie dasselbe Gebäude, aber ich erkenne diesen Raum nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dieses Gebiet heißt Area 52. Area 52? Ich habe keinen Zugang dazu. Woran zum Teufel arbeitet ihr hier? Fortgeschrittene Genforschung. Das dachte ich zumindest. Warum hast du die Leute dann kryogenisch eingefroren im Keller? Hey Mann, meine Aufgabe war es, bestimmte Fähigkeiten im genetischen Code von Tieren zu isolieren. Ich weiß nichts über diesen Ort. Und wer bist du? Mein Name ist Prod. Prod Wantwan. Ich bin Genforscher und arbeite bei der AAE Corporation. Geht's dir gut? Körperlich meine ich? Ja, ich glaube schon. Jedenfalls danke, dass du mich aus dem Metallkokon geholt hast. Wir sind noch nicht draußen. Was meinst du? Wenigstens bin ich hier noch nicht raus. Ich verstehe nicht. Diese Frau, Dr. Kake, glaube ich, zwingt mich, mich vor einer Abreise einen medizinischen Eingriff zu unterziehen. Dr. Kake? Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich ihr traue. Bist du sicher, dass ihr Name Dr. Kake war? Nun, das hat sie jedenfalls gesagt. Das klingt nicht nach dem Dr. Kake, den ich kenne. Sie würde nie jemanden zwingen, sich einen medizinischen Eingriff zu unterziehen, den er nicht will. Bring mich zu ihr und ich bringe das ganze Chaos in Ordnung. Danke. Okay, der Letzte tötet uns jetzt alle. Das ist auf alle Fälle nicht Dr. Herschel. Das ist gelb. Nee, es ist Matsch. Ich glaube, diese Person ist tot. Ach, wie kommt sie jetzt darauf? Okay. Prod. Bring mich einfach zu Dr. Kake, ich will mit ihr reden. Okay, dann. Ab geht die Fahrt. Kommen Sie mit. Weiß zwar nicht, warum wir hier runtergehen können, aber hier ist ja sonst nichts, ne? Okay, das nochmal abbrechen? Nee. Gewehr, danke schön. Okay, ich habe immer noch nicht den Sicherheitskey, ne? Für Dr. Herschel. Also, Captain. Wie hast du diesen Ort gefunden, wenn du nicht für AAE arbeitest? Reiner Zufall. Mein Schiff hat diesen Ort gefunden und ich bin gelandet. Das hätte ich wohl nicht tun können. Nun, ich bin froh, dass du das getan hast. Ja, glaube ich dir gerne. Hey, Prod. Ja? Du hast gesagt, du arbeitest in diesen Laboren, richtig? Ja, tue ich. Oder tat ich? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch tue. In Labor 12 gibt es etwas, das du dir ansehen musst. Komm schon. Ich steuere nicht, ne? Machen die alleine. Oh Gott! Lynn! Wie konnten Sie... Captain! Das ist Dr. Kake. Ja, das wissen Sie, weiß ich auch schon. Bin ich doof. Ich habe dir gesagt, dass sie unschuldig ist. Und mit wem habe ich gesprochen? Ich glaube, ich weiß es.
Das muss diese Hexe gewesen sein. Drum. Kanntest du Dr. Karke gut? Ja, sie war meine Vorgesetzte und eine gute Freundin von mir. Naja, mehr als eine Freundin eigentlich. Wer ist diese Drum-Figur? Drum ist der technische Leiter der Abteilung für Genforschung. Ihre Position hier fühlte sich für mich immer so an, als hätte Dr. Karke keinen Einfluss auf sie. Wie meinst du das? Zunächst einmal hat Drum unseren Verhaltenskodex mehrfach ignoriert. Sie bewahrte Forschungsberichte außerhalb des Systems auf und ignorierte Mitarbeiterversammlungen. Karke erstattete mehrere Berichte über sie, aber es passierte nichts. Ich hatte immer den Verdacht, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Wie sieht Drum aus? Nun ja, sie hat schwarzes Haar und sie trägt normalerweise die größte Brille, die du dir vorstellen kannst. Okay, es ist definitiv Drum, mit der ich in Kontakt war. Wie ich vermutet habe. Jetzt weiß ich wieder, wie ich in die Kryokammer gelandet bin. Drum wollte Hilfe beim Einstellen der Düse in ihrer verdammten Broid-Maschine. Also bin ich eingesprungen. Dann erinnere ich mich an ein grünes, helles Licht. Danach war es, als ob ich meine ganze Willenskraft verloren hätte. Ich konnte mich nicht einmal selbst bewegen. Aber als sie mir sagte, ich solle etwas tun, zum Beispiel anfangen zu laufen, tat ich es einfach. Ich meine, ich konnte es nicht nicht tun. Ich weiß nicht wie, aber diese Maschine zwang mich alles zu tun, was sie mir sagte. Okay, wir müssen sie aufhalten. Hier, nimm diesen Schlüssel mit zum Versorgungsschrank im oberen Korridor. Oh, Mist. Ich denke, vielleicht können wir sie irgendwie austricksen. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, Captain, ich würde gerne eine Weile allein sein, wenn das für dich in Ordnung ist. Natürlich, mein Freund. Wenn du willst, kannst du dir die Werkzeuge ansehen. Ich werde gleich zu dir kommen. Ich möchte mich zuerst von Karke verabschieden. Ich verstehe. Oder heißt sie Dr. Cake? Für mich ist das Karke. Nicht Kacke mit CK, sondern Karke. Captain. Ja? Ich warte auf Broad. Nun, okay. Ich werde in der Zwischenzeit versuchen, diese Werkzeuge zu finden. Also hier rennt noch irgendwas Großes, Böses rum, ne? Ich sag's nur mal. Also von den Kratzern her und von zertrümmerten Schädeln und merkwürdigen Geräuschen. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja diesmal, dass wir nicht alle umbringen. Das wäre mal toll. Das wäre mal ein neues Erlebnis für uns. Muss ich einfach mal so sagen. Von Glück reden, dass das nicht passiert ist, als ich drin war. Sieht aber so aus, als wäre ich jetzt für eine Weile auf mich allein gestellt. Natürlich. Natürlich. So, der hat mir irgendwas gegeben. Meinen Schlüssel, den bewende ich da mal an. Das Ding ist aber, ich muss sie ja irgendwie aus ihrem Labor raus ablenken, ne? Breut-Düsenrotator. Was? Nö. Und wie kriege ich die Jungs jetzt hier nach oben? Vielleicht durch den Lüftungsschacht, oder? Ich glaube, der Aufzug ist tilt. Wenn ich jetzt hier den Strom abschalte, kann ich sie vielleicht ablenken. Aber ich habe noch nichts, wie ich an das Ding rankommen soll, ne? Ich weiß auch nicht, ob die Tür jetzt noch aufgeht. Wahrscheinlich nicht. Oh, geht doch auf. Okay, cool. Vor ihren Augen das zu machen, wäre dämlich, ne? Kette. Ich kann es versuchen, das soll schon passieren. Gar nichts anscheinend.
Ich kann das von hier aus nicht machen. Ich müsste irgendwie nach oben, ne? Wahrscheinlich durch den Schacht hier, ne? Wandluke daneben. Ich kenne den Code nicht. Hallo nochmal. Und, hast du deine Meinung über das Verfahren endlich geändert? Ein Mann schrieb über die Sprechanlage um Hilfe. Ja, das ist bestimmt eine gute Idee, wenn ich das sage. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Du musst eine Echo-Übertragung gesehen haben. Echo-Übertragung? Die Terminals verhalten sich seit der Notabschaltung seltsam. Ich hörte einen Mann um Hilfe schreien. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht nur ein Echo war. Also, ich verspreche dir, dass ich mich darum kümmern werde, wenn du dich jetzt der Prozedur unterziehst. Nee, danke. Das glaube ich nicht. Dies ist eine Einrichtung der Sicherheitsstufe 5. Du bist wieder willkommen, wenn du zur Vernunft gekommen bist. Aber was soll ich denn jetzt machen? Ich glaube, ich muss den Code kennen, damit er sich öffnet. Ja, okay. Den Code kennen Sie ja. Diese Kette. Die Keycard fehlt mir auch noch. Wegkommen tue ich ja auch nicht, weil der Aufzug ist ja abgeschaltet. Denke ich mal. Können mal gucken, aber ich glaube, das wird nicht viel bringen. Funktioniert nicht. Auf der kleinen Tafel an der Tür steht Zugang verweigert. Vielleicht gibt es hier noch jemanden, der mir helfen kann. Okay, dann mache ich den Strom mal wieder an. Und voilà, es wird Licht. Ich kann jetzt hier nicht mehr viel machen, außer mit dem Sicherheitsraum. Müsste irgendwie nach da oben kommen, ne? Familienfoto. Also hier ist nichts mehr zu holen. Runter komme ich auch nicht. Ah, warte mal. Ich kann mit denen unten vielleicht Kontakt aufnehmen, ne? Oder auch nicht. Der ist tot. Der ist auch auf Business. Da komme ich nicht weiter. Mir bleibt ja nur noch Sicherheit. Kann ja sonst hier nichts mehr machen. Der Fahrstuhl ist tilt. Hier ist sonst auch nichts. Aber was soll ich denn jetzt in der Sicherheit machen? Wo ist die Keycard? Da. Oder muss ich jetzt doch sagen, okay, ich gehe da rein, um dann das zu manipulieren? Hier hat sich auch nichts geändert. Okay, vielleicht muss ich jetzt doch da rein? In das scheiß Gerät? Oder warte mal. Die brauchen mit Sicherheit den Strom dafür, oder? Wenn ich jetzt den Strom abstelle und dann da reingehe und sage, okay, komm, wir machen das. Der Ventilator läuft trotzdem weiter. Wenn ich jetzt hier nochmal reingehe im Dunkeln, macht, glaube ich, keinen Unterschied, ne? Hier ist eine Notbeleuchtung. Das Poster bringt uns gar nichts. Okay, dann gehe ich mal zu ihr rein. Oh, warte. Ah, Mist, warte. Vielleicht kann ich jetzt doch noch irgendwas. Okay, hier ist, glaube ich, dunkler geworden, ne? Kann ich jetzt noch in die Sicherheit gehen? Warte mal. Und
wenn ja, ist da irgendwas anders? Ich will es nur wissen. Ich habe keinen Bock, irgendwas zu übersehen. Ich kann mir vorstellen, ich muss jetzt zu ihr gehen. Labortüren geöffnet. Ansonsten ist hier nichts. Okay. Also ich hätte erst vielleicht in Area 52 gehen sollen. Aber eventuell kommen wir da auch noch hin. Okay, dann gilt es jetzt, würde ich sagen. Warum ist der Aufzug am Eingang deaktiviert? Du weißt warum. Ich habe es deaktiviert. Was? Würdest du sie bitte wieder aktivieren? Ich muss hier raus. Jetzt. Ich glaube nicht. Erst wenn du diesem Verfahren zugestimmt hast. Okay, ich kann gerade wirklich nichts anderes machen, als zuzustimmen. Okay, dann mal los. Das ist toll. Hier. Zuerst musst du diesen Vertrag unterschreiben. Was für ein Vertrag? Nur der Standardvertrag für Testpersonen. Du versicherst, dass du zurechnungsfähig bist und den Test aus freiem Willen machst. Und dass du mit dem Standardvergütungsmodell einverstanden bist. Was ist das Standardvergütungsmodell? Sie besagt, dass alle Versuchspersonen nach dem Test 400 Credits erhalten sollten. In Ordnung. Könntest du bitte in die Kammer dort drüben gehen? Okay, ich habe das Gerät jetzt mit einer Verzögerung von 3 Sekunden aktiviert. Aus der Düse über dir wird ein helles grünes Licht leuchten. Zu meiner eigenen Sicherheit werde ich während der Prozedur nach draußen gehen. Wir wollen nicht, dass Speicherplatz verloren geht. Wenn immer du bereit bist, siehst du einfach an der Kette über dir und der Countdown beginnt. Okay. Okay, hier komme ich so nicht raus. Okay, dann ziehen wir. Kommt sie jetzt sofort wieder rein? Ja. Bemerkt sie das? Hm. Du bist noch wach? Du kannst da jetzt rauskommen. Also, wir müssen etwas ausprobieren. Stell dich auf den grünen Fleck auf dem Boden. Stell dich auf den roten Fleck auf dem Boden. Stell dich auf den blauen Fleck auf dem Boden. Wunderbar. Nun, bleib dort, während ich das hier fertig mache. Super, 3, 2, 1. Jetzt kenne ich den Code für die Tür. Das ist die Steuerung für die Broid-Maschine. Kann ich hier nicht einfach jetzt überbraten? Ich soll jetzt hier stehen bleiben, ne, wenn ich da jetzt hingehe. Seltsam. Hier ist eindeutig etwas schief gelaufen. Ich glaube, ich muss die Maschine zurücksetzen. Komm etwas später wieder, wenn du es noch einmal versuchen willst. Ah, scheiße. Ach, ich weiß. Okay, wir können jetzt den Türcode hier benutzen. Das heißt, wir können das Ding manipulieren. Das hier bleibt ja eh offen. Dann müssten wir sie da irgendwie reinlocken, ne?
Ja. In die Kammer. Okay, ich habe das Gerät wieder aktiviert. Und wenn du bereit bist, ziehst du einfach an der Kette über dir und der Countdown beginnt. Okay, mal sehen, was das bringt. Okay, Tür ist auf. Wie soll ich das machen? Kontrollzentrum. Verzögerung. Liegt eine Verzögerung von 10 Sekunden fest, mit der der Breitstahl schießt. Verzögerung einstellen. (3, 2, 1). Okay, und wenn wir den jetzt... Können wir den in eine andere Richtung drehen? Nee. Irgendwas scheint mit der Maschine nicht in Ordnung zu sein. Oh Gott. Wie konnte das passieren? Oh, ich verstehe. Ich muss die Verzögerung versehentlich eingestellt haben. Ich sollte die Maschine zurücksetzen. Ich denke, du kannst jetzt rauskommen. Wir können das in Kürze noch einmal versuchen. Also ich muss sie irgendwie dazu bringen, da reinzugehen, glaube ich, oder? Nur nochmal, Meinung geändert. Ja. Okay, kannst du bitte in die Kammer gehen? Ja. Hab das Gerät wieder aktiviert. Siehst du einfach und der Countdown beginnt. Ich kann ja sonst aber auch nur gucken, ne, und sonst nichts machen. Kontrollzentrum. Verzögerung. Das Ding irgendwie anders einstellen, dass sie davon erwischt wird, kann ich nicht, ne? Das ist jetzt dasselbe wie vorher. Okay. Okay, dann muss ich das mal versuchen. Dann muss ich das mal versuchen, indem ich nur den Timer manipuliere. Ja, komm, schneller, schneller, schneller. Auf 10 Sekunden. Vielleicht geht das dann so. Entweder versagen wir jetzt fürchterlich.